Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es endlich soweit. Ich werde das Velocar jetzt in die Garage bringen. Wir werden jetzt mal eine ausführliche Testfahrt machen, gucken, wie sich das Ganze so bewährt, verhält, gucken, was wackelt, klappert oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, bleibt dran und viel Spaß bei dem Video. Hier steht das gute Stück. Draußen. Endlich, es gibt kein Zurück mehr. Also ich werde auf jeden Fall jetzt in die Garage fahren. Ich habe einiges dabei. Liegt alles da hinten soweit. Ja, ich muss sagen, das sieht schon übelst krass aus. So, wir werden jetzt mal gemeinsam die allerersten paar Meter fahren. Ich bin mal echt gespannt. Wir werden auch mal so eine Kurvenlage nehmen. Einfach mal gucken, wie sich das hier so verhält. So. Also mit offenen Türen zu fahren, ist schon komisch. Ich fühle mich wie so ein DPD-Fahrer. Also das Coole ist, man hat halt nach links und rechts mehr Platz und man könnte auch, wenn man kippt, gegebenenfalls noch das ausgleichen. Also ich fühle mich hier viel, viel sicherer drin und mega. Ich mit dieser Scheibe vorne, kratzfrei. Also das ist echt eine Panorama-Aussicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal an den See fahren und auch sehr wahrscheinlich mal den Weg fahren, wo ich mit dem letzten umgekippt bin. Jetzt kann ich ja immer noch agieren und dementsprechend schnell die Füße raushalten, bevor ich kippe. Das war ja bei dem anderen nicht möglich. Türen werden auf jeden Fall noch kommen, allerdings ja, sehr, sehr viel Arbeit wartet da auf mich. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen unterschätzt, aber aufgeben ist die letzte Option. Definitiv. Gut. Werde ich euch mal so hier dran klemmen. Scheibenwischer habe ich auch noch nicht montiert. Ich traue mich ehrlich gesagt, den auch gar nicht anzumachen, weil ich mir eventuell die Scheibe zerkratze. Ich werde das Ganze auch erstmal versuchen mit, ja, mit was? Ja, diese Anti-Schutzbeschichtung mit da die Wassertropfen abperlen. Das ist auch cool. Ja, machen wir mal die Beleuchtung an, beziehungsweise Blinker rechts. Ich habe gerade gesehen, ja, hier das Ganze hat sich minimal verschoben. Mein Nachbar hat hier unten angepackt und das Ganze hat sich halt hochgedrückt. Das muss ich korrigieren, aber macht nichts. Blinker funktionieren auf jeden Fall, Licht auch. Rücklicht weiß ich jetzt noch nicht, müssen wir später mal schauen. Ich werde mal beide Blinker anmachen. Ja, hinten funktioniert auf jeden Fall.
Ja, vorne auch. Aber ich werde euch das auf jeden Fall nochmal nachts zeigen. Das kommt natürlich viel gepflegter. Tada! Ah, sieht schon gepflegt aus. Wenn man hier so wunderschön liegen kann, in jeder Position, wie man will, einfach nur Luxus pur. Schaut euch mal dieses wunderschöne Bild hier vorne an. Aber wir müssen auf jeden Fall mal an den See jetzt. Also ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel sicherer. Ja, wobei, vielleicht liegt es daran, weil ich keine Türen habe. Aber schon gut frisch, wenn der Wind hier reinzieht. Also ich hätte ja echt gerne einen Kaffee gemacht, allerdings habe ich meine Aufsätze in der Garage. So, die erste Steigung. Schaffen wir es? Stufe 2. 3. Ja, ich hätte den Gang runterschalten sollen. So, mal kurz Schal anziehen. Doch schon frisch, wenn der Wind hier reinpustet.
Den Schwan juckt es auch nicht. Alles ganz normal. Also, alles easy. Ja, wie wir sehen, wir haben auch nur 10 Grad und 9 Uhr jetzt. Auf jeden Fall habe ich mir die Jacke jetzt mal bis zum Hals gezogen. Würde ich sagen, fahren wir mal auf jeden Fall Richtung Garage jetzt. Also diese Wege können wir auch definitiv fahren, aber ja, ob man es will, ist eine andere Frage. Habe ich mich hier verfahren oder was? Ihr seht bestimmt nichts mehr.
Aber so auf jeden Fall. Nur jetzt sehe ich nichts mehr nach vorne. Das ist so krass hell, ey. Junge, Junge, Junge. Machen wir mal eben den Lichttest auf 12 Volt. Ja, ist schon stark, muss man sagen. Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal in die Garage. So seht ihr bestimmt noch was. So sehe ich auf jeden Fall auch was. In der Kombination mit dem hier. Ja. Kann man schon fahren. Das Coole ist, die vorderen Lichter haben auch eine Standlichtfunktion. Genauso wie die hinteren hier. So, das war jetzt die kleine Testtour ohne Türen. Ich muss sagen, das Fahrverhalten ist richtig gut. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen die Türen anfertigen, dann werde ich die nach und nach hier rüber bringen. Allerdings werden wir mit dem Gefährt ohne Türen nochmal eine Ausfahrt machen. Und ja, mal schauen, wo es nächstes Mal hingeht. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Marc, haut rein.